Ich möchte gerne das, was Herr Tiefensee gesagt hat, dass 1 und 1 nicht immer nur 2 sein sollen, das möchte ich gerne ablehnen. 1 und 1 sind immer 2. Nach wie vor gelten hier bei uns auf der Erde die naturwissenschaftlichen Grundgesetze und das ist gut so. Ne? Und so. Denn wir wissen alle, der Apfel fällt von oben nach unten, der fällt einfach hier bei uns nicht quer. Ne? Und das ist wirklich, geben Sie das bitte Ihren Schülerinnen und Schülern mit, das ist die Grundvoraussetzung für alle Forschungsfragen, wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir brauchen. Was vielleicht eher gemeint ist, dass wir, wenn wir denken, wir sind an eine Grenze angekommen, was dann bei uns passieren muss, dass wir versuchen, diese Grenze nach hinten weiter zu drücken, um sozusagen ein bisschen weiter mit unserem Wissen und Kenntnisstand voranzukommen. Vielleicht ist auch ein anderes Beispiel, dass wir das mit dem 1 und 1, ne, das ist definitiv 2, machen wir ein anderes Beispiel. Wie ist es mit 1 und 0? Der binäre Code, mittlerweile sind wir bei der künstlichen Intelligenz angekommen. Dafür ist der binäre Code, glaube ich, immer noch die Grundlage. Aber denken Sie jetzt einmal neu, was wäre, wenn wir einen tertiären Code draus machen, wenn es eben 0, 1 und 2 gibt, was wäre vielleicht dann alles möglich? Das übersteigt jetzt meine Fähigkeiten. Wo ich aber ansetze, ich arbeite mit einem Code, der aus 4 Variablen besteht, nämlich unser genetischer Code. So, und da, das ist sozusagen das Grundthema, was wir dann später vielleicht noch sehen. Ich würde kurz die Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen vorstellen, weil die vielleicht am wenigsten bekannt sind. Danach möchte ich auf die Bedeutung der Pflanzenzüchtung gerade unter dem Aspekt des Klimawandels eingehen, Ihnen dann verschiedene Züchtungsverfahren kurz beschreiben, um dann anschließend Anwendungsbeispiele für gentechnisch veränderte Pflanzen zu nehmen. Und eigentlich möchte ich quasi, dass Sie sich selber eine Meinung darüber bilden, was ist Gentechnik, ist es jetzt Teufelswerk oder ist es vielleicht doch was ganz Nützliches? Ja, wir sind die Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen. Uns gibt es erst seit dem 01.01.2019. Wir sind jetzt kein echtes Institut, sondern ein Forschungsverbund, der an der Fachhochschule Erfurt durchgeführt wird, in enger Kooperation mit der Friedrich-Schiller-Universität. Wir sind in etwa, oder wir sind 4 Forschungsprojekte mit insgesamt 28 Mitarbeitern. Das variiert, weil wir auch relativ viele internationale Gastwissenschaftler haben, Studierende, die bei uns Praktika machen. Dabei muss ich sagen, die Studierenden kommen aus ganz Deutschland und aus dem Ausland. Und wir sind gefördert, wie das so in den Forschungsprojekten typisch ist, für 2x5 Jahre. Wir sind gerade in den ersten 5 Jahren und es sieht gut aus, dass wir auch die zweiten 5 Jahre kriegen. Förderer sind der Freistaat Thüringen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Also mein bester Dank an Herrn Tiefensee. Und der zweite große Förderer ist der Bund, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die Aufgaben, die uns sozusagen, die wir bearbeiten, wir sind im gartenbauwissenschaftlichen Bereich. Da sollen Fragestellungen, Probleme, die der Gartenbau, die große gartenbauliche Produktion, die global auf der ganzen Welt interagiert, die hochinnovativ ist, weil immer nur neue Produkte können zu einer besseren, nachhaltigeren Wirtschaft führen und dann kann Gartenbau auch in Deutschland immer noch existieren im Wettbewerb zu anderen internationalen Gegebenheiten. Deswegen ist es an uns, die Herausforderungen zu erkennen, als Forschungsfragen zu formulieren und dann aber mit modernen biowissenschaftlichen Ansätzen und Methoden zu beantworten. Und aus den Erkenntnissen, die wir gewinnen, sollen dann Perspektiven zurückgegeben werden an den Gartenbau, damit die besser, innovativer und im internationalen Wettbewerb besser bestehen bleiben. Ich hatte anfangs gesagt, wir sind 4 Projekte, dazu gehört das Projekt Wechselwirkungen. Und um Ihnen einfach sozusagen diese Bandbreite, die man bearbeitet, näher zu bringen, möchte ich Ihnen ganz kurz diese Teilprojekte vorstellen. Beim Projekt Wechselwirkung geht es um die Erforschung zum Einsatz von pflanzenassoziierten Mikroorganismen. Und die kann man benutzen, um zum Beispiel mineralischen Dünger einzusparen, synthetische Pflanzenschutzmittel zu reduzieren und auch torffreie Substrate zu verbessern. Das ist der eine Aspekt. Dann haben wir das Projekt Epigenetik. Da geht es um epigenetische Veränderungen, die auf der DNA
stattfinden, die veränderlich sind, die induzierbar sind. Und jetzt ist die Frage, wenn ich dann einmal so etwas Induziertes habe, zum Beispiel eine Stressresistenz induziert, ist das dann, wird das an die Nachkommen weitergegeben in Form von Stecklingen oder im Saatgutbereich. Das wird eben dann in dieser Gruppe untersucht. Ich selbst leite das Projekt Züchtungsforschung. Bei uns geht es darum, Verfahren des Smart Breedings weiterzuentwickeln, Verfahren der Züchtung weiterzuentwickeln, um diese schneller, effizienter, einfacher zu machen. Und wir beschäftigen uns mit den Merkmalen mehrfaches Blühen in der Vegetationsperiode, ne, dass man eben, wir sind im Zierpflanzenbereich auch tätig, das muss ich noch dazu sagen. Mein Hauptsteckenpferd ist zurzeit die Hortensie. Bei meinen Kollegen sind es die Petunien. Wo man sagt, eine Zierpflanze ohne Blüte ist nichts, also was gucke ich mir an, wie kriege ich diese Blütezeit verlängert, dass ich halt durch den ganzen Sommer halt prächtigste Pflanzen habe. Denn das wirkt sich nicht nur auf mich als Endverbraucher auf oder als Sie auf Endverbraucher, sondern auf die ganze Produktionskette. Und der Gartenbau betrachtet sich vorrangig, wie teuer ist meine Produktion von meinem Produkt. Ne? Wir wissen alle, so für Stiefmütterchen will ich nicht viel Geld ausgeben, aber auch das muss hergestellt werden. Dann haben wir noch als zweites Thema die natürliche Resistenz gegen Grauschimmel. Jeder kennt verschimmelte Erdbeeren, genau das ist der Schuft, bei dem es geht. Endverbraucher haben damit lediglich bei der Erdbeere vielleicht Kontakt. In den Produktionsbetrieben ist es ein massives Problem und hier kommt es zu erheblichen Ertragsausfällen, Ernteausfällen, Produktionsausfällen. Und gleichzeitig geht es auch darum, die Kosten für Herbizide, Fungizide und dergleichen zu reduzieren. Was macht man? Man macht resistente Pflanzen. Das ist zumindest das Ziel. Und als drittes Steckenpferd gibt es bei uns die Polyploidie, weil bei Hortensien ein sehr schönes Phänomen auftaucht. Die können unreduzierten Pollen bilden und ich kriege dann in nächsten Kreuzungsschritten tatsächlich immer eine Vermehrung des Erbguts, was dann zum Teil auch positive Eigenschaften im Hinblick auf Robustheit haben kann. Dann haben wir noch das Projekt Kultursteuerung. Hier geht es darum, Verfahren eines nachhaltigen Kulturenmanagements, also wie stelle ich die Pflanzen her, zu entwickeln. Wie kann ich Energie einsparen? Ne? Gerade mit der Energiekrise haben wir da ein hochaktuelles Thema. Sie wissen, Pflanzen, gartenbauliche Kulturen werden häufig unter Glas produziert, oft geheizt. Was will der Endkonsument? Eine ganzjährige Belieferung mit Tomaten, eine ganzjährige Belieferung mit Himbeeren. Wenn man sagt, muss das sein? Das kostet alles Energie, Ressourcen, Geld. Wenn es verlangt wird, ja, ne, das kann man jetzt, ist jedem seine Entscheidung, wie er das tut. Gleichzeitig versuchen wir aber Verfahren zu entwickeln, damit diese Energiekosten gesenkt werden und eben auch der Energiebedarf. Dann geht es auch nur darum, wie synthetische Wachstumsregulatoren eingespart werden können. Und das wird eben von der Gruppe Kultursteuerung untersucht, am Beispiel der Bewurzelung von Stecklingen, der Blütenbildung und Ziel auch eines kompakten Wuchses. Und damit bin ich jetzt bei meinem Steckenpferd, Pflanzenzüchtung. Ja, was ist die Aufgabe der Pflanzenzüchtung? Das ist, mal so eben ganz einfach gesagt, die Bereitstellung von Sorten, die den Anforderungen einer sich stetig wandelnden Umwelt und den Ansprüchen der Produzenten und Endverbraucher gerecht werden. Na, und das unter den Herausforderungen Klimawandel, Schonung von Ressourcen durch eine nachhaltige Produktion und eben auch eine wachsende Weltbevölkerung. Wenn Sie jetzt fragen, Zierpflanzen, wachsende Bevölkerung, ja, auch eine wachsende Bevölkerung kauft Zierpflanzen. Ja? Die muss man nicht essen können, aber jeder will sie dann. Und in dem Moment geht es darum, wie kann ich Masse produzieren unter das, unter relativ umweltschonende Umgebungen. Jetzt habe ich gesagt, Klimawandel, wo man sagt, Gartenbau, Klimawandel. Dann sage ich, ja krass, auch der Gartenbau, wo man denkt, der hat ja sein Gewächshaus, auch der wird vom Klimawandel getroffen. Was haben wir? Ne, jeder kennt es, Zunahme von Wetterextrem, Hitze, Starkregel, Hagel, Dauerfrost. Also die ersten drei, die haben wir gerade. Dauerfrost passiert dann im Winter, kurz aber heftig. Und was vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist, dass wir auch eine Verschiebung der Jahreszeiten haben. Und das stört unsere Pflanzen erheblich. Ne? Hitze, ja, man kann, eine Einzelpflanze kann sterben. Ich habe dann auch mal Beispiele. Aber wenn eine Pflanze, also die einjährigen Pflanzen, die trifft es vielleicht nicht ganz so hart, die freuen sich, die haben eine längere Zeit, sich zu entwickeln, aber unsere mehrjährigen Pflanzen, alle Obstbäume, die leiden erheblich unter dieser Verschiebung der Jahreszeiten. Gerade für Hortensien, die induzieren ihre Blüten im Herbst. Wenn ich aber gar keinen Herbst mehr habe, weil eigentlich der lange Sommer direkt in irgendeinen Winter umgeht, dann habe ich keine Blüten mehr an meinen Pflanzen und dann frage ich mich, wie da die Produktion von Hortensien hier in Deutschland überhaupt weitergegeben sein kann.
Deswegen, also der Klimawandel hat definitiv Einfluss auf unsere Kulturpflanzen. Hier muss man aber dann immer sagen, der Klimawandel per se, also findet statt, ist aber in seinen Auswirkungen divers, multifaktoriell und regional unterschiedlich. Ne? Während die eine Region gerade unter Fluten versinkt, haben wir auf der anderen Seite dann Dürreperioden. Und man muss auch sagen, dass der Sektor Landwirtschaft beim Thema Klimawandel auch gut mit beigetragen hat, ne? Verursacher ist und eben Betroffener zugleich. Dann hier ein paar Beispiele, ne, wo man sagt, das haben wir gesehen, vertrocknete Pflanzen. Ja, das sind Maispflanzen hier aus dem Sommer 2020, wo es schon der dritte Dürresommer in Folge war. Das schädigt natürlich die Pflanzen und uns als Menschen, ne, haben wir einen reduzierten Ertrag. Das ist nicht unser Ziel. Und überflutete Gebiete, na, da kann ich ja auch meine Ernte vergessen. Ne? Hier geht es immer im Prinzip um Ernte und Pflanzenproduktion. Was haben wir noch? Das ist vielleicht bei den Obstbauern, da sind wir wieder im Gartenbaubereich. Ja, Hagelschäden im Juli. Ich habe einmal ein Hagelerlebnis und meine ganze Ernte für das Jahr ist futsch. Das heißt, ich habe ein Jahr lang Ernteausfall, weil die nächsten Äpfel kriege ich frühestens erst wieder im nächsten Jahr. Da kann es mich dann aber erwischen. Durch die Verschiebung der Jahreszeiten fangen unsere Obstbäume immer an, eher zu blühen. Das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, wenn Sie unterwegs sind. Gleichzeitig habe ich aber nach wie vor unsere ja, Eisheiligen und eine Kälteperiode, die Spätfröste, ne, die machen mir meine Blüten nieder. Das ist mir dieses Jahr passiert auf meinem Balkon, ich habe einen kleinen Apfelbaum, der stand in voller Pracht. Die Blüten sind alle abgefroren, ich habe keine einzige Blüte mehr. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Obstproduzent. Ne? Das ist fast tödlich für Sie. Dann haben wir auch indirekte Effekte durch den Klimawandel. Da betrachten wir nämlich die ganzen Schädlinge. Hier auf der einen Seite sehen Sie eine Verticillium-Welke, die freut sich, wenn es trocken und heiß ist. Dann kommt die so richtig zum Tragen und bringt meine Pflanzen zum Welken. Die sind nicht verdurstet, die sind einfach erstickt. Und was wir noch haben, durch die Verschiebung der Jahreszeiten viel mildere Winter. Ne, wo man sagt, ich kriege meine Schädlingskontrolle gar nicht mehr hin, meine natürliche. Weil man sagt, mein Kartoffelkäfer, dem geht es bestens, dem sein Larven. Das heißt, ich habe im nächsten Jahr einen krassen Befallsdruck. Das Gleiche gilt für Blattlaus und Maiszünsler. Und hier hat man eben auch nochmal sozusagen den Eintrag. Ne? Also selbst wenn wir jetzt sagen, okay, ne, unsere Klimabedingungen ändern, ich verschiebe sozusagen auch Anbaugebiete, möglicherweise für Wein. Was passiert? Ich schleppe auch die ganzen Schädlinge, die mit dem einhergehen, auch mit Richtung Norden. Und ich habe auch den Eintrag, ne, wo sie sagt, Landwirtschaft und Export, ne, unser Handel ist global. Ich kriege definitiv Schädlingseintrag, egal wie man versucht, sich dagegen zu schützen. Und jetzt haben wir weiße Fliegen, die haben subtropischen Ursprungs, die sind mittlerweile auf unseren Feldern gut dabei. Dabei haben wir schon unsere eigenen Schädlinge. Dann haben wir neu den Baumwollkapselbohrer, der jetzt aus Amerika mit dazukommt. Und ja, weil wir nicht schon genug Borkenkäfer haben, nehmen wir den aus Amerika noch mit dazu. Ne? Vielleicht ist er ja noch aggressiver. Also wir haben ja einfach durch den Klimawandel viele verschiedene ja, Folgen, Ursachen, mit denen wir jetzt anschließend ja, irgendwie umgehen müssen. Ne? Die Probleme für unsere Kulturpflanzen sind definitiv Hitze und Trockenstress. Aber eben auch die Verschiebung der Blüte- und Vegetationszeit. Ne, ich hatte ja schon gesagt, die Pflanzen treiben eher aus, sodass wir in das Risiko von Froststäden im Frühjahr kommen. Was man wieder nicht so ganz auf dem Schirm hat, ich habe eine frühere Blüte. Ich brauche aber meistens auch noch den passenden Bestäuber dazu. Wenn der jetzt aber noch nicht geschlüpft ist, habe ich wieder ein Problem. Und was gerade unsere mehrjährigen Pflanzen angeht, sie werden immer in längere Vegetationsphasen gezwungen und die Zeit zum Ruhen fehlt. Auch nicht gut. Und natürlich der steigende Druck durch unsere heimischen und eben auch die neuen Schädlinge. Im besten Falle haben wir einen Ertragsrückgang, im schlechtesten Falle komplette Ernteausfälle. Ja, das muss uns einfach bewusst sein. Was können wir jetzt als Menschen tun? Ja, wir können versuchen, Kultivierungsverfahren anzupassen. Das sind zum einen eine Verschiebung vom Aussaat und vom Erntetermin. Das kann man sozusagen ein bisschen versuchen, sich an diese klimatischen, neuen klimatischen Verhältnisse zu orientieren. Dann kann man versuchen, alternative, passendere Kulturpflanzen anzubauen. In Italien gibt es die ersten Versuche, eher in Thüringen mit Durumweizen, Hartweizen, wo man sagt, kann man machen, aber ob das jetzt unser Problem langfristig löst, das weiß ich jetzt auch nicht. Und auch der Durumanbau ist nicht eben einfach und trivial, auch das muss man können. Und dann hätte man auch die entsprechenden Durum-Schädlinge wieder mit hier. Das bringt man ja alles mit. Quinoa wäre auch nochmal sowas. Ist das jetzt ein Hype, ist das real, weiß man noch nicht.
Und was man eben auch definitiv machen kann, die Züchtung neuer angepasster Sorten. Jetzt frage ich Sie mal, unter dem Aspekt des Klimawandels, was wären denn Züchtungsziele? Auf was müsste ich züchten? Trockenheitsresistenz wäre es. Was geht noch? Schädlingsresistenz, Krankheitsresistenzen, definitiv. Hitzeresistenz ist auch, ist aber wie die Trockenresistenz ein sehr großes Feld. Das ist kein leichtes Merkmal, weil Trockenresistenz sehr durch viele Faktoren beeinflusst ist, mit denen sich eine Pflanze auch schützen kann. Frostresistenz geht auch, Winterhärte ist aber traditionell bei uns schon durch die Winter gegeben. Was mir immer einfällt, eine frühere oder spätere Blüte. Ich kann zum Beispiel einen Blühzeitpunkt relativ schnell züchterisch nach vorne oder nach hinten verschieben, wo ich sage, ich kann mit einer frühen Blüte dem Hitzestress im Sommer entgehen oder mit einer späteren Blüte den Frühfrösten entweichen. Trockenresistenz hat man, das ist ein ziemlich abstraktes Wort. Da gibt es eine Handmeldung. Bei uns ja. Also das haben wir tatsächlich als ein Alternativweg bei den Hortensien im Programm. Ja, das ist ein Ansatz, Dauerblühen. Geht das auch für Äpfel? Würde ich nicht machen, weil Äpfel zu sehr in ihrer Umgebung stehen. So eine Hortensie, die kann ich als Produzent rein und rausräumen. Beim Apfel, der kann sich totblühen. Also wenn ich auf eine Zweitblüte nachblühe, dann reden wir eher von einer Dauerblüte. Und wer Dauerblüht, hat nicht mehr genug, kriegt sich nicht in den Winter wieder. Ja, wo man sagt, ich muss ja die Jahreszeiten auch beachten. Trockenresistenz wären jetzt zwei Beispiele für konkrete Merkmale, die ich an der Pflanze beeinflussen kann. Das können längere Wurzeln sein, ne, dass ich einfach tiefer ins Erdreich komme und da noch den letzten Rest Feuchtigkeit rauszuziehen. Oder ein zweiter Ansatz, der mir jetzt in einem Vortrag über den Weg kam, ist ein längeres Hypokotyl. Das heißt, ich kann meinen Samen auch tiefer in die Erde bringen, da wo es feuchter ist. Und dann wächst er halt von tiefer, also deutlich tiefer weiter hoch. Und dann kriegt er seine Blätter eben erst oben. Das fand ich ganz spannend im Ansatz. Das hat man in Australien auch so ein bisschen als Zuchtziele. Dann Krankheitsresistenzen definitiv. Und auch eben Robustheit, generelle Robustheit, Polyploidisierung ist vielleicht noch ein Begriff. Muss man gucken, wie weit das reicht. Ja. Wird knapp. Ne? Wo man sagt, so eine Pflanze braucht immer Zeit, das muss erstmal möglich sein und sie darf ihren Jahreszyklus nicht verlieren. Wenn ich sage, nicht umsonst blüht ein Apfelbaum im April, damit er dann anschließend seinen Apfel auch ausreifen lassen kann. Weil dem Apfelbaum geht es ja nicht darum, dass wir den essen können, sondern der will ja seinen Samen fertig kriegen, dass der dann wieder nach unten fällt. Und also das ist für ihn ja seine Vermehrungsform. Bei Getreide wird auch sehr stark auf Blühzeitpunkt gezüchtet, ne? Wo man sagt, ich habe annuelle Getreide, also Sommergerste, Wintergerste, und da kann man auch an den Blühzeitpunkten sehr gut spielen, züchterisch. Das geht immer noch am schnellsten oder ist manchmal ein bisschen einfacher als Trockenresistenz zu züchten. Jetzt ist Züchtung aber gar nicht so einfach, das ist definitiv was, dafür braucht man einen langen Atem. Die normalen Züchtungsprozesse können, wenn man schnell ist, 10 Jahre dauern, bis ich eine neue Sorte auf den Markt bringe. In den Bereichen der Apfelzüchtung kann es locker 20 Jahre dauern, ne? Weil einfach diese Pflanzen so lange brauchen, ehe sie dann endlich mal zeigen, wie sie blühen, was sie für Früchte bilden. Und letztendlich selektiere ich Sorten nach Geschmack und nach meinem Verbrauchsgut, was ich dann haben will. Wie sieht jetzt so eine klassische Züchtung aus? Ich suche Kreuzungseltern aus. Die Voraussetzung ist, ich muss meine Kreuzungseltern und deren Eigenschaften eigentlich erstmal kennen. Das heißt, ich habe schon viele Jahre verbracht, damit ich diese Eigenschaften kenne. Dann kann ich nämlich gucken, wer von den Eltern ist trockenresistent und wer von dem anderen Elter hat vielleicht eine tolle Krankheitsresistenz. Und dann ist ja mein Ziel, dass ich das kombiniere, diese Merkmale, um am Ende eine Pflanze zu haben, die krankheitsresistent und trockenresistent ist. Dann habe ich also 2 Jahre, ne, also diese ganze Vorarbeit lassen wir jetzt mal weg. Ich habe meine Pflanze, ich kreuze sie miteinander. Jetzt sind wir bei Einjährigen relativ schnell. Ich habe noch im gleichen Saatgut oder im gleichen Jahr meine Nachkommen. Betrachten wir das Ganze jetzt aber auf Hortensien, dann brauche ich schon mal 3 Jahre, bis ich dann wieder eine Pflanze habe, die ich überhaupt
angucken kann, bis ich Saatgut habe. Bei Apfelbäumen ist es noch viel schlimmer, weil die fast bis 7 Jahre brauchen, wenn man sie normal wächst. Man hat Verfahren, dass man es wirklich nach 4 Jahren vielleicht schon mal zur ersten Blüte kriegt. Das dauert. Und dann sehe ich zum ersten Mal mein vielleicht Endprodukt. Ne? Vielleicht ist es aber auch noch nicht gut genug und dann muss ich aus dem Ganzen auch noch eine Sorte entwickeln. Das dauert auch noch mal 5 bis 8 Jahre. Hier im Beispiel habe ich mal gezeigt, wie sowas... Nein. Moment. Wie das aussieht. Ne? Das ist der Klassiker als Beispiel. Wir haben hier eine Wildpflanze, das ist Tomate, die bringt ein gewünschtes Merkmal mit. Das andere ist Erbgut, was sie auch mitbringt. Ne? Wenn man sagt, hier der kleine pinke Punkt ist es. Und dann habe ich meine Elite-Pflanze, meine Elite-Kulturpflanze, die an Produktion, an Ertrag bestens für mich angepasst ist, aber eben die Krankheit aufweist. Wenn ich die Pflanzen jetzt miteinander kreuze, kriege ich eine absolute 1:1 Mischung des Erbgutes. Das heißt, ich kriege auch viele unerwünschte Merkmale aus Wildpflanzen mit. Ne? Kleiner Wuchs, schlechte Produktion, ich kann sie nicht in Masse, sie blühen verschieden, ich kriege die Erntetermine nicht gesetzt. Und das steckt alles dahinter. Ich habe vielleicht noch Bitterstoffe drin und das will ich nicht. Und dann fange ich an, rückzukreuzen. Wo man sagt, dann kommt die nächste Elite-Pflanze in meinen Kreuzungen. Ich kreuze und kreuze und kreuze, bis ich dann in etwa wieder bei sowas lande, wo ich sage, jetzt habe ich das meiste an meinem Elite-Material wieder drin. Ich habe noch so Restfragmente von der Wildart, die mich nicht interessieren und ich habe meinen pinken Punkt mitgenommen. Das ist das Problem, was wir haben in der Selektion. Wenn man von der Züchtung spricht, spreche ich einfach von Auswahl von Eltern. Ich kreuze und dann kriege ich 100 Pflanzen. Oder ich weiß, dass bei der Weizenzüchtung die 1 Million Nachkommen haben. Und von dieser 1 Million wird vielleicht 1 oder 2 dieser Pflanzen wird meine Premium-Pflanze, mein Diamant im Heuhaufen, ne, wo man sagt, und den muss ich finden. Und dafür sollen molekulare Marker helfen. Ne? Das ist das, was wir jetzt aktuell machen. Weil das andere, das passiert klassisch sowieso schon. Das machen die Pflanzenzüchter. Aber wir wollen ihnen helfen, dass diese Zeitspanne, die hier stattfindet, schneller geht, dass vielleicht auch bei der Auswahl wir unterstützen können und dass die Selektion bei der Sortenentwicklung, na, ich kreuze, dann muss ich mir die Pflanzen angucken, ich muss sie vermehren, ich muss sie in verschiedenen Gebieten anbauen, ob sie jetzt auf, im Norden von Deutschland wächst, die muss auch im Süden von Deutschland irgendwie wachsen. Ja, das muss ich alles finden. Ich muss selektieren, ich muss Resistenz selektieren. Und diese Schritte sind wahnsinnig arbeitsintensiv, um am Ende so ein Endprodukt zu kriegen. Und das ist mein Ziel. Denn was ich brauche, ist Neuheit. Ich brauche neue Sorten und die Vorgabe sogar ist verbesserte Sorten. Also gerade in den Agrarproduktlinien ist wirklich an die Sorte die Anforderung gestellt, sie muss besser sein als ihre Vorgängersorten. Bei Zierpflanzen muss sie nur anders aussehen, da ist ein bisschen einfacher. Na, aber ich brauche immer eine Verbesserung des Materials. Dann hatte ich Ihnen jetzt, wird es ein bisschen textlastig, aber nicht abschrecken, ich erzähle es alles. Die klassische Züchtung, die hatte ich Ihnen ja so vorgestellt, ne, wo man sagt, ich habe ein Verfahren, ich kreuze, im Endeprodukt habe ich viele verschiedene Merkmale auch verändert, aber nur manche will ich ja eigentlich haben. Was kann ich nutzen für Kreuzungen? Ich kann den Genpool, den Züchtungspool nutzen. Vom Genpool spricht man, wenn ich Pflanzen habe, die sich ohne Probleme miteinander kreuzen kann und mir Nachkommen geben. Das ist Genpool 1. Da kann ich mich austoben. Ne? Ich kann Apfel mit Apfel kreuzen, ich kann auch Wildapfel mit Apfel kreuzen, aber kann ich Apfel mit Birne, das kann ich auch kreuzen. Aber das ist hier sozusagen nicht relevant. Ne? Das wäre nicht mein Genpool. Das ganze Verfahren ist total akzeptiert. Das ist die meistgenutzte Variante und ich empfehle die auch allen Züchtern. Ne? Ohne die ist nichts. Was ist aber der Nachteil? Es ist halt wahnsinnig arbeitsintensiv, wahnsinnig aufwendig. Ich verändere viel, muss viel selektieren. Und was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Resistenzen gegen nicht einheimische Schädlinge oder Krankheiten suche? Wo man sagt, ich kann ja eigentlich fast davon ausgehen, wenn mein Schädling neu ist, woher soll ich eine Pflanze in meinem Genpool finden, die noch nie mit diesem Schädling zu tun hat? Warum soll die Resistenz sein? Na, woher soll die das wissen, dass sie da eine Resistenz zu machen hat im Laufe der Evolution? Da komme ich dann an meine Grenzen, dass mir Merkmale, die ich gerne hätte, in meinem Zuchtpool, Züchtungspool gar nicht existieren. Dann haben wir die Hybridzüchtung. Die ist ein Spezialfall der klassischen Züchtung. Da züchte ich eine Linie, eine andere Linie, mache die relativ homozygot und dann fange ich an zu kombinieren.
Und weil dann am Ende diesen Homozygot, wenn ich sie kombiniere, kriege ich eine hochheterozygote Pflanze und die haben meistens bessere Eigenschaften als ihre Elternlinien. Das nennt sich der Heterosis-Effekt. Und dann kann ich sozusagen dieses Material benutzen. Auch hier bin ich wieder im Genpool der gleichen Art unterwegs. Ich kriege Sorten mit sehr guten Ertragseigenschaften, auf jeden Fall im Vergleich zu den Linien. Und das aber nur bei den direkten Nachkommen. Ne? Hier hätte man diesen Effekt, dass ein Nachbau oder eine Nachzüchtung von diesem Material einfach nicht möglich wäre, beziehungsweise mit starken Ernteverlusten verbunden wäre. Und ich habe einen relativ hohen Aufwand, weil ich im Prinzip zwei Zuchtprogramme parallel mit diesen verschiedenen Linien fahren muss. Dann haben wir ein ganz reguläres Verfahren, um die genetische Vielfalt zu erhöhen. Das ist die Mutagenese. Bei der nutze ich chemische oder physikalische Verfahren, um Mutationen im Erbgut auszulösen, die mir dann hoffentlich neue Merkmale bringen werden. Da gibt es bei Raps gibt's umfangreiche Untersuchungen dazu. Und da ist zum Beispiel eins, ist, dass hier Schoten von Raps nicht aufgehen. Ne, wo man sagt, wenn ich Raps ernte auf dem Feld, ist ja der Worst Case, ich komme aus Versehen mit einem Mähdrescher dran und schon platzt die Schote auf und meine Körner fliegen mir in den Boden und gehen mir nicht in den Mähdrescher. Ich will ja, dass das erst beim Dreschen passiert. So, und da gibt es tatsächlich einzelne Gene, die dafür zuständig sind, dass diese Schote länger geschlossen bleibt. Ja, und das kann man zum Beispiel mit Mutagenese machen. Auch ganz viel so im Zierpflanzenbereich wird auch relativ viel mit Mutagenese gearbeitet, um einfach neue Merkmale zu haben. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob die weißen Weihnachtssterne da nicht auch sogar aus dieser Züchtungsvariante hergestellt sind. Was erreiche ich? Definitiv eine Erhöhung der genetischen Variabilität. Das ist das, was mich interessiert, was ich brauche, weil ich dann möglicherweise ja neue Merkmale in meinen Pflanzen kriege. Der Nachteil ist, dass diese Mutationen aber zufällig sind und ungerichtet. Ich mutiere, ich weiß nicht wohin, ich treffe vieles. Ich habe auch viele unerwünschte Effekte. Ich kann sozusagen auch Krüppelpflanzen sehr gut damit produzieren. Eine Regulierung gibt es hier keine. Und ich bin auch wieder nur im gleichen Genpool unterwegs. Ich stelle eine Pflanze, die lasse ich mutagenisieren. Im Endeffekt habe ich aber mehr oder weniger diese Pflanze immer noch. Dann haben wir als Züchtungsverfahren das Smart Breeding. Das ist im Prinzip die ähnlich klassische Züchtung, nur dass ich hier den Selektionsprozess erleichtere. Dann kann ich nämlich, muss ich nicht erst warten, um herauszufinden, ob Baltella Hortensien, weiß nicht, ob das so ein Begriff ist. Das ist nur für mich einfach zu erzählen. Wenn ich Hortensien gekreuzt habe, dann muss ich 2 bis 3 Jahre warten, bis ich das erste Mal eine Blüte sehe. Ja, Zierpflanzen, sie muss ja irgendwas mit Blühen machen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber nur Ballhortensien züchten, dann kann ich mir, wenn der Sämling so groß ist, ein Stück von seinem Plättchen nehmen, isoliere die DNA und dann kann ich PCR-Test machen und kann sagen, okay, dieser Sämling wird mal eine Ballhortensie, trägt die und die Resistenz, produziert vielleicht noch den und den Inhaltsstoff und das hilft. In dem Moment schmeiße ich weg, selektiere ich, wenn es so klein ist, entsprechend kann ich mehr kreuzen, mehr untersuchen und alles, was ich sozusagen ausschließe, schmeiße ich weg und brauche dann nur noch 10, 20, 100 Pflanzen anziehen, die gute Kandidaten sind. Das Ganze hier ist sozusagen, geht auf Selektion. Allerdings muss ich dafür die Gene, die den Merkmalen zugrunde liegen, kennen und deren Funktion. Hier ist halt noch mit großem Forschungsbedarf. Und jetzt sind wir schon bei der Gentechnologie, ne? Wo man sagt, die ganzen Verfahren, die ich vorgestellt hatte, waren immer darauf beschränkt, dass ich nur den Genpool der jeweiligen Art benutzen kann. Das ist der primäre Genpool. Ne? Das ist definiert durch, ist eine leichte Kreuzung und passiert innerhalb einer Art, selten über die Artgrenze hinaus. Das gibt es aber auch. Ne? Denken wir jetzt an Pferd und Esel. Das wäre jetzt zum Beispiel über die Artgrenze hinaus, aber danach geht es auch schon beim Muli nicht weiter, weil der ist dann beschränkt. Und dann sind wir schon bei schwierigen Kreuzungen. Dann bin ich im sekundären Genpool. Na, es kann sein, dass in manchen hier vielleicht Resistenzgene vorkommen, die mir hier fehlen. Und dann muss ich gucken, wie kriege ich das Resistenzgen von da in mein Pflanzenmaterial. Dann haben wir noch den tertiären Genpool. Hier brauche ich aufwendige Spezialverfahren, damit überhaupt ich irgendwie eine Fusion des Erbguts hinkriege. Und deutlich einfacher wird es aber durch die Gentechnik, weil dann bin ich diese ganzen Nebengene, diese ganze DNA, die ich gar nicht habe von diesem Organismus, ich will ja eigentlich immer nur das Resistenzgen irgendwohin übertragen,
das funktioniert über Gentechnik irgendwie viel einfacher aus meiner Sicht. Ja, wo ich sage, denn mit der Gentechnologie kann ich einzelne Gene bzw. Genkonstrukte aus einem Organismus herausnehmen und in einen anderen Organismus hineinpacken. Das Ganze nennt sich Transformation. Und wenn ich das gemacht habe, diese eine Zelle transformiert, dann muss ich zugucken noch, dass ich daraus wieder eine ganze Pflanze kriege. Und dann habe ich eine gentechnisch veränderte Pflanze, die sozusagen sich selber noch treu ist, die sie selber ist, aber eine zusätzliche Eigenschaft trägt, nämlich eine Resistenz zum Beispiel. Und was hier ist, ich kann das gesamte genetische Erbmaterial, das auf der Welt existiert, benutzen. Denn das Tolle ist, dass wir bei Viren, Pflanzen, Pilzen, Tieren und Bakterien den gleichen Erbgut haben. Das Erbgut, also nicht das gleiche Erbgut, jeder hat sein eigenes Erbgut, aber das hat den gleichen Aufbau und kann gleich von den verschiedenen Organismen übersetzt werden, erkannt werden. Chemisch gesehen ist es das Gleiche und auch funktionell funktioniert es gleich. Der genetische Code ist derselbe und wird sozusagen zwischen den verschiedenen Lebewesen auch verstanden auf Zellebene. Die Zelle unterscheidet dann nicht in dem Moment. Und das ist das, was wir haben oder was wir nutzen. Weil im Prinzip bezeichnet der Begriff Gentechnologie nichts weiter als eine Methode bzw. ein Verfahren der Biotechnologie, die den gezielten Eingriff in das Erbgut und damit in die biochemischen Steuerungsvorgänge von Lebewesen ermöglichen. Wo man sagt, diese DNA selber ist nicht für mich von Interesse, sondern das, was auf dieser DNA drauf ist, was sie kodiert, was Protein, was dahinter steckt, das Enzym, was dahinter steckt, das Strukturprotein, was vielleicht dahinter steckt, das will ich haben. Und was ich halt machen kann, ich kann mir das Ganze, ich kann das verändern, ich kann das neu zusammensetzen. Ich kann zum Beispiel gewisse Blühgene, die jetzt noch zeitlich reguliert sind, die kann ich daueranschalten, wenn ich vorne den Anschalter verändere, ne, den Promoter. Kann ich einen Dauerpromoter davor setzen, dann habe ich meine dauerblühenden Pflanzen. So einfach geht es aus der gentechnologischen Sicht. Ja, und das Schöne ist, Gentechnik kann eben zur Herstellung neu kombinierter DNA innerhalb einer Art verwendet werden und eben über die Artgrenzen hinaus. Und da ist es dann unbeschränkt. So, was kann man mit DNA? Ich weiß nicht, der Begriff DNA, das ist unser Erbgut, da ist unsere gesamte Erbinformation drauf kodiert, die dann entsprechend in den Zellen übersetzt, exprimiert wird in einer zeitlichen, räumlichen Differenzierung. Und ja, DNA kann man vervielfältigen, schneiden, verbinden, entfernen, hinzufügen, abschreiben, übersetzen. Das sind alles natürliche Verfahren, die in der Natur für Wachstum und Entwicklung zuständig sind. Und wir haben sie als biologische Technologien adaptiert. Wir nutzen genau diese Verfahren, die die Natur anwendet, nur nutzen wir sie in unserem Reagenzglas, aber mit den Enzymen aus der Natur, denn die sind perfekt. Und deswegen ist jetzt auch die Gentechnologie halt ein spezielles Züchtungsverfahren. Definitiver Vorteil ist, wir haben einen unendlichen genetischen Pool zur Auswahl. Ich kann auf alles zurückgreifen. Auch hier ist natürlich die Einschränkung das gewünschte Merkmal. Ich muss die Gene dafür kennen und wo sie herkommen. Der Nachteil ist, in Europa ist es halt wenig akzeptiert. Und ich habe hier in Europa starke gesetzliche Vorschriften, sodass gentechnisch veränderte Organismen nur innerhalb geschlossener Anlagen genutzt werden dürfen. Ich darf sie nicht in den Verkehr bringen, ich darf sie nicht nach außen bringen. Ich muss aufpassen, dass sie mir nicht wegrennen. Dann haben wir zwei Sonderformen der Gentechnologie und dann sage ich mir dann, ab da können Sie selber sozusagen, ab wann ist es für Sie Gentechnologie, ab wann normale Züchtung. Wir haben zum einen die Cis-Gentechnologie. Hier handelt es sich um ein Verfahren, wo man arteigene Gene einbringt. Ja, das sind wir wieder beim Wildapfel oder hier das Beispiel mit der Tomate und dem pinken Punkt. Ich kann bei dieser Wildtomate den pinken Punkt rausnehmen über meine biotechnologischen, gentechnologischen Verfahren und einfach in die andere Sorte reintun. Das kostet mich, wenn es lang dauert, ein Jahr. Aber nicht diese 8 Jahre bis zur Sortenentwicklung. Das habe ich relativ flott gemacht. Das nennt sich Beschleunigung von Züchtung. Aber das Ganze wird als GVO reguliert. Ich kriege das nicht dann ins Feld. Ich darf es nicht anwenden. Dann haben wir das Genome Editing. Das ist neu. Ich weiß nicht, ob Sie von CRISPR-Cas Genome Editing schon gehört haben. Wir hatten über das Verfahren Mutagenese gesprochen. Und das ist jetzt ein gentechnisches Verfahren für eine gezielte Muttergenese. Das heißt, ich kenne mein Gen und möchte das ausschalten.
Gestern bei der Führung hatten wir kurz gesagt, es gibt für manche Krankheiten, gibt es nicht ein Resistenzgen, sondern Pflanzen sind krank, weil sie ein Anfälligkeitsgen tragen. Nur wenn sie dieses Gen, was sie selber haben, dann sagen sie, hallo hier, du Krankheitserreger, hier bin ich, nimm, friss mich. Und wenn man aber dieses Gen ausschaltet, wird diese Pflanze oder der Organismus unsichtbar für den Krankheitserreger. Und das hat man bei Weizen, gegen den echten Mehltau gibt es die MLO-Gene. Wenn die Gene in den Pflanzen aktiv sind, sind die Mehltau anfällig. Was hat man gemacht? Man hat die Gene gezielt über Genome-Editing-Verfahren ausgeschaltet und schwupp hatte man eine mehltauresistente Pflanze. Diese Methode ist eben sehr präzise, ne? Und wenn man ausschaltet, so ist das für mich dann die Frage, ist das jetzt eine, also ja, gentechnisch auf jeden Fall, aber ist das eine gentechnisch veränderte Pflanze? Fragezeichen. Ne? Aber reguliert wird es wie ein gentechnisch veränderter Organismus. Das heißt für mich, in der praktischen Züchtung dürfte ich ihn nicht nehmen. In der Forschung ist es Standard. Was ist jetzt dieser Gentransfer? Auch hier nutzen wir ein natürliches Verfahren. Wenn wir von Pflanzen reden oder ich, also es gibt verschiedene Bakterien, die können ihre DNA in Pflanzen übertragen und dort einbauen. Wir nutzen diesen Gentransfer vom Acrobacterium. Hier ist der Kollege mal, das grüne Stäbchenbakterium, lebt im Boden. Und der überträgt gerne auf Apfelpflanzen einen Teil seiner DNA, auf dem Gene drauf sind, die Hormone, die Hormonproduktion in Apfelpflanzen anregen oder wie Hormone für Apfelpflanzen aussehen, wodurch diese Wucherungen entstehen. Und dann haben sie noch ein bisschen Futterbildungscode mitgegeben, also Codierung. Und dann entstehen da Nährstoffe, die dann für die Bakterien, die dann in diesen Gallen leben, genutzt werden. Ne? Die manipulieren halt ihren Wirt, damit der für sie Nahrung produziert. So, und dieses Verfahren nutzen wir einfach. Die Gene, die für diese falschen Hormone kodieren und für diese Nährstoffe, die nehmen wir einfach raus. Das geht auf solchen Plasmiden relativ einfach. Ne? Wir nehmen sozusagen diese tumorinduzierenden Bereiche, die sind raus, da gibt es schon 1000 Vektoren. Und dann packen wir aber stattdessen unsere Genkonstrukte hinein, packen das wieder in das Bakterium. Das merkt den Unterschied nicht, weil das sowieso so eine stille Area ist, weil dieser Abschnitt sowieso nur in Pflanzen abgelesen werden kann. Und dann lassen wir das Bakterium die Arbeit machen. Ne? Das kommt dann zusammen unter Sterilbedingungen mit Pflanzenzellen. Dann haben wir hier so Blattstreifen, wo dann das Bakterium so drin rumschwamm. Der nächste Schritt ist, dass ich das Bakterium auch wieder wegkriege, weil das wuchert mir alles zu. Und im besten Fall hat das aber seine Arbeit gemacht. Und wenn ich dann Pflanzen habe, die hier regenerieren, hier ist meistens auch noch ein Selektionsmedium, dann sind das Pflanzen, die wahrscheinlich meine Fremd-DNA, die ich in die Pflanze reingeben wollte, tragen. Und das ist ein Standardverfahren. Hier sieht man einfach mal als kurzen Eindruck Pflanzen, für die es gentechnische Veränderungen gibt. Ne? Wir haben Ananas, Apfel, Aprikose, dann haben wir Straucherbse, Süßkartoffel, Tabak, Zuckerrohr, Zuckerrübe. Also wir haben unendlich viel. Das sind Standardverfahren, die weltweit entwickelt worden sind. Und es gibt natürlich auch ganz viele Pflanzenarten im Forschungssektor, die man auch transformieren kann. Ne? Es ist quasi, ich weiß gar nicht, wie lange Gentechnik schon existiert, 20 Jahre, 30 Jahre mittlerweile. Das ist einfach ein etabliertes Verfahren, was in den Laborpipelines steckt, in anderen Teilen der Welt in Anwendung geht, in Europa nicht. Dann haben wir hier einmal den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen weltweit. Die Daten sind nicht mehr ganz aktuell. Ich kann Ihnen aber, wenn Sie das Thema interessiert, diese Webseite hier empfehlen. Ne? Die meisten der Folien oder Inhalte stammen von da. Ja, was haben wir? In 2019 hatten wir eine weltweite Produktion von 190 Millionen Hektar und dabei entfallen aber 91% des globalen Anbaus auf die USA, Brasilien, Argentinien, Kanada und Indien. Wo haben wir jetzt die Hauptanbau? Ja, oder welche Kulturpflanzen werden als GVU-Pflanzen angebaut? All diese, unsere Hauptkulturen, sind alle kann man gentechnisch verändern und in Teilen werden auch gentechnisch veränderte Sorten angebaut, nicht in Europa.
Und dann sieht man hier so mal die Anteile, ne, wo man sagt, das ist Mais und der Bereich von Mais, das ist sozusagen alles gentechnisch veränderte Sorten. Soja, krass, ne, wo man sagt, das ist auch mehr als nicht gentechnisch veränderte Sorten. Im Raps, bei der Zuckerrübe, bei Baumwolle wird das alles genutzt. Bei Weizen, ja, wahrscheinlich in Spuren. Aber auch da ist man dabei oder würde gerne, wenn man halt auch stabile Linien mit tollen Eigenschaften hat, das auch erweitern. Denn wo man sagen, alles ist möglich. Und jetzt komme ich zu Beispielen. Ne? Was hat man schon gemacht? Und das sind jetzt alles Sachen, die als Sorten auch vorkommen. Eine der meistgewendeten Resistenzen ist eine Insektenresistenz. Da wird in Pflanzen das BT-Gen transformiert, das aus dem Bodenbakterium Bacillus thuringiensis kommt. Dieses Gen kodiert für ein ungiftiges Protein, das sogenannte Protoxin, das dann im Darm bei bestimmten Fraßinsekten in eine giftige Variante, nämlich das Delta-N-Toxin, umgewandelt wird und dann dort, nur in diesen Insekten, über spezifische Rezeptoren an die Darmwand der Insekten bindet und diese zerstört. Das ist ein bisschen magenunfreundlich für das Insekt, das überlebt das nicht so gut. Na, und das sind diese Hauptanteile von Mais und Baumwolle, die ich vorher gezeigt hatte. Das sind vor allem BT-Pflanzen. Das Interessante dazu ist, dass dieses Bacillus thuringiensis, dass man auch dieses Protoxin isoliert und dann auch im ökologischen Landbau appliziert. Ne, wo man sagt, der Unterschied ist jetzt, meine BT-Pflanze macht das selber, das stellt das Protein selber her. Bei den anderen, die, ja, da mache ich eine Herbizidbehandlung, eine Insektizidbehandlung, sorry. Dann das zweite Beispiel, was eben auch zu diesem maßgeblichen Block der GVO-Pflanzen beiträgt, das ist die Herbizidresistenz. Da fragen Sie jetzt, warum muss meine Pflanze herbizidresistent sein? Wächst da etwa auf der Pflanze was? Nein, das hat was mit dem Anbau- und Kulturverfahren zu tun, ne? Wo man sagt, ich weiß nicht, wie gut jeder hier so einen Garten hat und mit Unkraut kämpft oder nicht kämpft. Aber in der Landwirtschaft ist Unkraut halt immer noch von Bedeutung und ein Problem. Und jetzt sind wir auch bei den Highlights, die Sie vielleicht schon kennen, Glyphosat. Eine der großen GVO-Ansätze ist, dass man ein PAT oder ein BAR-Gen, das sind zwei bakterielle Gene, in die Pflanze transformiert und die werden resistent gegen dieses Unkrautvernichtungsmittel. Und in dem Moment, hier sieht man den Unterschied, wo man sagt, das ist so eine transgene Pflanze, eine Zuckerrübe. Hier wurde dann mit Glyphosat gearbeitet. Dadurch sieht das hier so ordentlich aus und wo man sagt, was ordentlich aussieht, macht meistens mehr Ertrag tatsächlich. Na, und das ist eine Pflanze, ich weiß nicht, was sie kann, aber hier wurde keine Unkrautbehandlung gemacht. Ne? Und dann kann das eben auf Feldern auch so aussehen, wo man sagt, ja, man kann mit mechanischen Methoden, Anbauverfahren, ja, man kann ein bisschen Herr werden. Aber wenn der Landwirt das sieht oder wenn ich das sehe, boah, das sieht irgendwie cooler aus oder leichter für mich, als wenn ich Landwirt wäre. Und jetzt komme ich nochmal zu verschiedenen Kulturen und was da für Beispiele an GVOs gemacht worden sind. Manche sind interessant, manche spannend, manche haben so einen Aha-Effekt. Den BT-Mais, den hatte ich schon genannt, aber man kann über GVO-Ansätze auch eine verbesserte Toleranz bei Trockenstress erreichen. Es gibt halt Versuche oder Publikationen, da wurde ein bakterielles Gen, das Kälteschockprotein B produziert, in den Mais transformiert, der hat das dann auch exprimiert und das hat dazu geführt, dass der bei Stresssituationen wie eben Wassermangel wichtige Zellfunktionen aufrechterhalten kann. Ne? Andere sind halt dann kollabiert mit Ertragseinbruch und der GVO-Mais, der hat dann halt bei Dürre gleich hohe oder sogar noch höhere Erträge geliefert. Ne? Das wäre ein Ansatz. Was man aber auch machen kann, neue und angereicherte Inhaltsstoffe. Das ist auch ein Beispiel, was ich jetzt komme, ne? Für eine bessere Futterverwertung durch das Enzym Phytase. Ja, das hat man in Maiskörner oder in Mais auch transformiert. In dem Moment haben die Maiskörner Phytase gebildet. Und dann können Schweine und Hühner, die das fressen, das Futter besser verwerten, beziehungsweise den darin enthaltenen Phosphor besser verwerten, wodurch die Phosphatbelastung in Gülle und Stallung verringert wird. Und man sagt, wenn man jetzt mal diese ganze Nitratbelastung, Phosphatbetrachtung aus den Medien im Hinterkopf hat, das klingt schon mal auch irgendwie interessant. Na, was kann ich auch noch machen? Mikronährstoffe anreichern. Ich kann schaffen, dass mir der Mais Provitamin A, Vitamin C oder Folsäure bildet, indem ich ihm einfach mit den nötigen Enzymen ausstatte, dass er das tun kann. Dann haben wir neben dem Futtermais auch Bioenergie-Mais.
Und hier kann man eine hitzebeständige Alpha-Amylase reinbringen und kann dann die Effektivität bei der Bioethanolherstellung steigern. Das ist jetzt auch eine Anwendung, die mir irgendwie als relevant erscheint. Dann hatten wir den Raps, da hatten wir schon über diese Herbizidtoleranz gesprochen. Das ist auch dieses Bauer- oder Patt-Gen, das ist Fremd-DNA aus einem Bakterium. Aber hier hat man auch eine Pilzresistenz herausgebracht gegen den Erreger der Stängelfäule und das über Genome-Editing. Das heißt, ich habe irgendein Gen ausgeschaltet, ich weiß nicht welches, und plötzlich war der resistent gegen den Erreger der Stängelfäule. Wo man sagt, ohne Fremd-DNA-Veränderung, nur Veränderung der eigenen DNA. Das Beispiel mit der Platzfestigkeit bei den Rapsschoten, das hatte ich schon gebracht. Eine weitere Anwendung wäre, dass man bei Raps den Anteil an Omega-3-Fettsäuren durch Stoffwechselgene aus Hefen und Meeresalgen erhöhen kann. Dann, fand ich auch spannend, durch Einbringung von Fremd-DNA kann ich den Raps dazu bringen, dass er mir Laurinsäure bildet. Raps ist ja sowieso Öl- und Säureproduzent und dann macht er mir Laurinsäure und das kann ich als Ersatzrohstoff für Kokosöl und Palmöl nehmen. Wo man sagt, ja, würde auch so gehen. Und das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Ich kann dann eben Waschmitteltenside gewinnen, wo ich sage, dann wäre es eine technische Verwendung einer Pflanze. Die kommt mir nie in mein Rapsöl, sondern das ist sozusagen technischer Raps. Dann haben wir hier noch die Kartoffeln, wo man sagt, was kann ich da tun? Resistenzen gegen die Kraut- und Knollenfäule, ein Gen rein, beziehungsweise ein anderes verändert, beziehungsweise was aus Wildkartoffeln rein. Und dann habe ich Kraut- und Knollenfäule, habe ich keine Probleme damit. Das gleiche mit Viren, das weiß man auch, wie es geht. Dann haben wir den Kartoffelkäfer als großen Schädling, den wir vom Klimawandel noch kennen. Bei dem würde sogar das BT-Gen helfen. Und Kartoffelzysten-Nematoden sind auch ein Problem. Hier könnte man mit Fremd-DNA entgegenwirken. Dann kann man aber auch Anbaueigenschaften verbessern. Trocken-, Kältetoleranz, Salztoleranz, Herbizidtoleranz. Man kann Stärke-, Zuckerzusammensetzungen verändern. Wo man sagt, brauche ich jetzt die Kartoffel eher für eine technische Anwendung oder will ich die essen? Ich kann den Stärke-Synthese modifizieren, den Stärkegehalt wirklich ansprechen. Und ich kann auch Acrylamid-reduzierte Kartoffeln machen, wer seine Pommes eben gerne kross mag. Und dann komme ich auch schon zum Ende von meinem Vortrag, wo man sagt, also aus meiner Sicht ist die Gentechnik schon ein schönes Werkzeug, das ich im Werkzeugkasten eines Züchters haben möchte, weil es mir halt genetische Ressourcen über den jeweiligen Genpool hinaus ermöglicht. Das Dilemma oder was, wo wir halt noch was tun müssen, ist, dass wir die Ausprägung von Genen, die Merkmale, die hinter Genen stecken, verstehen, beziehungsweise wenn wir Merkmale haben, wissen, welche Gene dafür verantwortlich sind. Und man müsste sich halt, also ich würde mir wünschen, dass in Europa nochmal über den Einsatz von Gentechnologie nachgedacht wird.